Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns angeklickt habt bei Bücher über Berlin. Wir haben gerade die Stadt noch ein bisschen bewundert und Häuser entdeckt, die wir noch nie zuvor gesehen haben, die über Nacht dahin gepflanzt sein müssen. Es ist schade, weil ihr könnt gar nicht das sehen, was wir alles sehen, weil der Ausschnitt hinter uns ist ja relativ klein und noch mit dem Dach und so. Und vielleicht sollten wir... Da hinten tanzt Günther Jauch auf dem Gasometer drauf. Tatsächlich? Ich sehe es gerade. Du hast aber gute Augen. Ja. Adleraugen. Ich sehe es nicht, ich versuch's nochmal. Vielleicht sollten wir das nächste Mal unsere Sitzposition ein bisschen verändern, damit wir den Leuten ein bisschen mehr von Berlin zeigen können. Ja. Als immer nur diese kleine Golfkugel dahin. Wir machen mal so einen Rundumschwenk als Abschied oder als ein... Als Abschied? Nein, nicht als Abschied, als Abschied von einer Folge. Oder ja, als nein, das... Nein. Nein, aber Moment. Vielleicht mal so außer der Reihe. Außer der Reihe ein... So als Jubiläumsschwenk. Ein Jubiläumsschwenk über unser Dach. 50. Folge? Wo wir euch alles zeigen. 50. Folge? 50. Folge machen wir so eine Panoramaschwenk. Ja. In Badebekleidung. Du im Sascha, also ich muss ja schwenken. Ich habe einen Bademantel an. Du musst dann immer so davor immer mitlaufen, wenn ich mitschwenke. Aber dann müssen wir einfach... Ja. Wir werden das auch austüfteln, in welcher Kostümierung wir das... Ich suche jetzt mal den Jauch noch auf dem Gasometer und du stellst ein Buch vor. Ja, das solltest du nicht zu lange suchen, weil das ist ein sehr besonderes Buch, was ich vorstelle. Oh. Der Friseur von Harare. Gesundheit. Von Tendai Huhu. Oder Huchu. Huchu. Er ist... Er stammt aus Simbabwe. Ich wollte dem Mann nicht zu nahe treten, mir ist ein alter Otto-Witz eingefallen. Lebt jetzt in London und das ist hier sein erster Roman. Und wahrscheinlich nicht der letzte. Ich hoffe, es ist nicht der letzte, weil es ist trotz eines ernsten Themas, es ist ein sehr amüsanter Roman. Es geht um die junge Friseuse Wimbei, die in ihrem Laden eigentlich mit als beste Friseuse gilt. Also sie kommen... Ich glaube, es heißt Friseurin. Friseurin? Ja, das ist nicht Friseuse. Man ist diskriminierend, glaube ich. Diskriminierung. Wollen wir nicht, also Friseurin. Harare ist die Hauptstadt von Simbabwe und alle kommen sie eigentlich in den Laden. Auch die Frau eines Ministers und sie ist sehr beliebt und sie gilt als beste. Dann passiert das, was natürlich meistens passiert, es kommt ein neuer Friseur in den Laden. Der heißt Dumisani. Dumisani kommt, ein neuer Kollege, und er wird ziemlich schnell Star des Salons und läuft ihr den Rang ab. Aber es kommt noch schlimmer, weil Dumisani verliert seine Wohnung und fragt Wimbei, ob er bei ihr einziehen kann. Super. So hat sie also auch noch den Feind im eigenen Haus. Und dem geübten Leser ist natürlich schon schnell klar, dass Dumisani schwul ist. Und das hat in Simbabwe wieder eine ganz schwere Bedeutung, die ja jetzt in vielen afrikanischen Ländern, wo die Gesetzgebung noch verschärft wurde. Und ähnlich in Simbabwe. Und damit eskaliert auch ziemlich die Geschichte, weil Wimbei versucht, als sie das dann herausbekommen hat, ihn damit zu schaden. Und mehr muss man jetzt eigentlich nicht sagen. Die Spannung ist aufgebaut. Wird es ihr gelingen? Sind sie nicht vielleicht trotzdem Freunde? Weil eigentlich mag sie ihn auch. Also es ist eine schwierige Geschichte. Zwickmühle. Aber es ist, glaube ich, auch der... Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber es ist, glaube ich, der erste Roman eines Afrikaners, der sich überhaupt mit dem Thema Homosexualität auch auseinandersetzt. Und das auf ganz charmante, schöne Art und Weise. Und ich hoffe, man wird noch ganz viel von Tendai lesen können. Ja, der Friseur von Harare, ein sehr, sehr wichtiges und auch gutes Buch. Viel Spaß damit. Viel Spaß.